Boom, Freunde. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar, im vergangenen Jahr wurden über 5 Millionen Straftaten registriert. Und wir dachten uns, dass wir eine komplett neue Reihe aufziehen, nämlich eine True-Crime-Reihe. Das heißt, wir werden jetzt in den Folgen Erkenne den Schwerkriminellen, Erkenne den Täter, werden wir auch Mordstories drin haben, die wir sonst immer gesondert bei Erkenne den Mörder zum Beispiel drin hatten. Die wird es jetzt alle bei Schwerkriminellen geben, damit wir da nochmal eine breitere Auswahl an Stories haben. Ich finde es super, super spannend. Wir haben heute auch wieder die Gegenüberstellung von Richterinnen und Straftätern. Also ich muss sagen, ich finde diese Gegenüberstellung immer super, super spannend. Alleine, weil die Richterin das Ganze für uns auch immer super einordnen kann. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die heutigen Stories. Ich habe mir auch weitere Special Guests eingeladen. Und ich würde sagen, wir schnappen auch gar nicht kurz rum, sondern bitten diese weiteren Special Guests einmal bitte rein! Servus. Moinsen. Hi. Hi. Ein Schwerverbrecher hier, oder was? Geht's ja gut. Alles super. Frau Richterin. Setzt euch, setzt euch. Chris, immer wieder was Neues dabei, ne? Immer wieder was Neues. Immer wieder was Neues. Digga, was eine geile Jury. Wir sind wirklich eine große Jury heute, aber eine geile. Sehr groß, ne? Sehr, sehr gut. Lange nicht mehr 5 Personen hier gehabt. Ja, und eine Expertin. Ja. Das heißt, wir müssen eigentlich gewinnen. Ich hoffe es, ne? Wir drehen nämlich heute, erkennen den Schwerkriminellen. Mhm. Ich dachte mir wieder, die Gegenüberstellung zwischen Richterin und Schwerkriminellen ist sehr, sehr crazy. Ja. Kam ja schon bei Serienkiller sehr krass. Ja. Deswegen dachten wir uns, die Konstellation können wir öfters mal machen, ne? Dann euch beide, ich feiere eure Reactions, muss ich sagen. Wir feiern dein Format. Dankeschön, aber ich gucke wirklich jede Reaction, ne? Danke. Das wolltet ihr auch tun. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ihr jetzt hier seid. Weil ich gucke echt viele Videos von euch. Nein, wir sind auf dem Weg. Ohne Spaß. Kennst du dies? Und Chris Test, Digga, wir haben uns so lange nicht gesehen, ne? Ich weiß. Du wolltest eigentlich mit nach Thailand kommen, aber... Ich habe gehört, da steht vielleicht was Neues in den Sternen. Ja, vielleicht. Da steht es. Aber ich habe ziemliche Bauchschmerzen heute. Weil? Richtige. Wieso? Mir geht's nicht gut, also gesundheitlich schon, aber... du hast ja gerade gesehen, Schwerverbrecher, bin ich reingekommen. Mhm. Das war nur Tarnung. In Wirklichkeit... Was war? Das war nur Tarnung. Das war nur Tarnung. Ich habe recherchiert. Ich habe recherchiert. Pass mal auf. Moment. Oha, wie viel passt da rein? Und zwar sollten alle nur denken, dass hier Susanne die Gute ist und ich der Böse. Ich habe hier mal meine ganzen Kontakte spielen lassen. Aha. Pass mal auf. Top Secret. Okay. Susanne ist ja Richterin, ne? Ja. Sherlock Tess hat hier aufgepasst und mal Susannes Vergangenheit durchforstet. Oh nein. Oh nein. Ist da was rausgekommen oder wie? Ist da was rausgekommen? Würdest du einer Richterin vertrauen, die so etwas auf Social Media postet? Was? Was ist, guck mal. Oh, was Susanne, ist das? Er hat dich, er hat dich. Ja, ist das ein Paragraphenzeichen auf dem Mittelfinger? What the fuck? Oh, oh, Susanne, Susanne, das geht gar allerdings nicht. Ehrlich gesagt, ich kann Skandal. Was ist denn, wenn sie jetzt wirklich aufgrund dieses Fotos hier die Seiten gewechselt hat und mit einem Lügner krumme Dinge dreht, sich abgesprochen hat und sich das Preisgeld teilt? Können wir einer Richterin vertrauen? Wir müssen ihr vertrauen. Ich würde sagen, die offensichtlich den Mittelfinger mit dem Paragraphenzeichen in der Öffentlichkeit vertritt, weiß ich nicht. Es ist ja eine relativ ernste Folge, deswegen habe ich gedacht, tue ich den ganzen Bullshit, den ich habe verbraten im Intro, jetzt können wir loslegen. Also nein, auf jeden Fall, wenn ich jetzt gefeuert werde, müsst ihr zusehen, dass ich bei Side Jeans dann eure Pakete packe oder so. Ne? Wir haben noch eine Stelle. Wir haben noch eine Stelle. Dann bin ich beruhigt. Sehr nice, freue mich. Wie gesagt, heute erkenne ich den Schwerkriminellen, das heißt kein normaler Kriminelle, sondern heute haben wir besondere Storys hier. Das heißt, kann alles mit dabei sein, auch Mordstories. Habe ich mir auch schon gedacht, wenn das vorkommt, oh mein Gott, dann raste ich aus. Ja, okay, sehr gut. Nein, ist er hier. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir gar nicht was rum, oder? Nee. Dann mit unseren Teilnehmer. Thank you.
So, Männers und Ladies. Leute, wir haben 4 von 6, die sich heute bedeckt halten. Ja. Das kann schon was bedeuten, oder? Weil 2 haben sich gar nicht bedeckt. Also hinten links kann ich mir gar nicht vorstellen. Hinten links wollte ich gerade sagen, gar so jung nicht. Ist, ne? Ja. Ja, aber weiß ich nicht. Also wenn ich eins gelernt habe, dann ist das irgendwie nicht so, also nicht beim Äußeren oder beim ersten Eindruck. Also, ja? Ja, weil es gibt einfach... Aber wenn du zum Beispiel Chris sehen würdest, würdest du denken, dass der Mann kriminell ist? Nein, der knuddelt Tierbabys zu Tode oder so. Nee, aber klar, erster Eindruck, ne? Das ist natürlich schwierig mit denen, die vermummt sind. Da kann man so jetzt gar nichts abschätzen. Ja, nicht so richtig einschätzen, in den Augen lesen können. Aber als hinten links finde ich schwierig, mir vorzustellen, aber genauso schwierig finde ich vorne rechts mir vorzustellen, weil irgendwie es ist mir too much, die Handschuhe so irgendwie auf Auftragskiller gemacht. Ja. So, wenn das jetzt die Story ist, dann bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Aber nee. Was denn? Ich dachte gerade so, wenn ich jetzt dafür sorgen müsste, dass man mich gar nicht erkennt, würde ich auch alles verdecken. Ja. Aber oben ist dann wieder sass, weil ich würde dann halt auch eine Mütze tragen, weißt du? Ja, aber es könnte auch sein, dass die Person sich dafür schämt, was sie getan hat, aber die Story mitteilen will. Weißt du, was ich meine? Aber er will nicht sagen, dass er es gemacht hat und deswegen will er anonym bleiben. Also, was ich richtig krass finde, ist, also was ich mich vorher gefragt habe, ob Frauen dabei sind, weil meistens von der Statistik her sagst du ja, Schwerkriminelle würdest du halt immer sofort, wenn du Leute fragst oder so, an Männer denken. Ja. Mhm. Und das finde ich halt so, habe mich vorher gefragt, ob da wohl eine Frau dabei ist. Und jetzt, wenn ich das richtig sehe, drei Frauen. Das ist schon, das ist schon. Also jetzt der erste Eindruck zum Beispiel von der einen Dame da hinten. Die guckt schon tough. Also das ist schon so. Da kann ich mir beides vorstellen. Also da kann ich mir die taffe Art vorstellen, auch die nette Art. Mhm. Aber ich sag mal so, das ist schon stahlharter Blick. Ja, deswegen würde ich sagen, schauen wir mal gleich kurz rum. Dann kann sich der erste von rechts einmal vorstellen, bitte. Ich bin Thomas K. Ich habe Ehrenmord begangen im Iran. Wann es war, kann ich nicht genau sagen. Boah. Das meinte das ich. Fand ich schon das sehr war, nein, das glaubwürdig. Meinte ich. Das hat sie. Das hat Wenn sie er gut jemanden gemacht. Umgebracht hat, dann will er ganz bestimmt nicht sagen, wer er ist oder halt zeigen, weißt du? Ja, okay. Mhm. Dann versteht man das Aussehen. Du hast gesagt, du weißt nicht genau, wann das war. Ich weiß, wann das war. Ich möchte nicht sagen, wann das war. Ach so, ich dachte, weil du jung warst oder Teenager und so, dann kannst du nicht einordnen. Okay. Boah, das macht ihn noch glaubwürdiger, finde ich. Aber ich würde sagen, lass in der zweiten Runde mehr ins Detail gehen. Ich würde sagen, danke dir erstmal. Wir machen erstmal mit dem nächsten weiter. Ja, ich will auch nicht zu viele Details preisgeben über mich. Ich war mit Menschenhandel verwickelt, aber nicht in Deutschland, sondern in Japan mit Banden. Was heißt denn Menschenhandel? Was meinst du damit? Ja, also ich sag mal so, aus dem Ausland Leute angeworben, rekrutiert. Und die haben dann illegal gearbeitet oder vor allem so im Rotlichtmilieu, wo die eben landen dann. Das wird als Menschenhandel bezeichnet. Ich würde es vielleicht nicht so bezeichnen. Und wie kamst du in den Kontakt mit solchen Personen? Lange Geschichte. Also sagen wir es mal so, ich wollte da bleiben und ich habe ein Arbeitsvisum gekauft, auch von so einer mafiösen Verbindung. Und die haben mich dann am Anfang erstmal da reingezwungen. Dann bin ich da halt über die Zeit. Das lief halt gut und das Leben war kein schlechtes. Okay. Ja, dann danke dir erstmal. Machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Hi, Name und Alter möchte ich auch nicht sagen. Ich habe meine Freundin beim Fremdgehen erwischt, bin dann so ausgerastet, dass ich dann den Jungen und sie umgebracht habe. Was? Beide umgebracht? Ja. Er hat beide umgebracht? Ja. Hat man dich dafür verurteilt oder hat man dich gekriegt? Nein, oder? Mich hat man nicht bekommen. Okay. Deswegen möchte ich auch gerne verdeckt bleiben, Namen und Alter nicht erwähnen. Ja, klar. Umgebracht aus dem Affekt direkt vor Ort oder dann aus? Direkt, ich bin halt in das Haus rein, ich habe die beiden gesehen, nackig. Bin ausgerastet, beide bewusstlos geschlagen. Ich wollte sicher gehen, dass beide tot sind, Hammer genommen und nochmal draufgeschlagen. Und wer weiß davon? Niemand. Niemand. Okay, Leute, das ist aber ein bisschen schwierig, ne? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Warte mal, er bringt zwei Leute um. Was ist mit ihrer Familie oder von dem Jungen? Das Ding ist, das war immer ein Problem. Ihre Eltern wollten nie einen Ausländer haben. Also mich im Prinzip, meine Eltern wollten nicht, dass ich eine Deutsche habe. Ja. Wir hatten dann beide Streit, ich mit meinen Eltern, sie mit ihren Eltern.
Wir hatten dann keinen Kontakt mehr, sind einfach ausgezogen in eine andere Stadt. Aber du hast ja zwei Leute umgebracht und bist dementsprechend auf der Flucht. Man sucht ja nach dir. Das wird ja nicht einfach so aufgehoben und das verjährt ja nicht. Ne? Dass man sagt, ja okay, zwei Jahre sind jetzt vergangen, oder? Und wir suchen ihn jetzt nicht mehr. Und dann kommst du in so eine Show und sagst, was du gemacht hast. Genau, deswegen bin ich ja verdeckt. Ich sag ja nichts, wer ich bin. Und deswegen verdecke ich ja auch mein Gesicht. Aber denkst du jetzt nicht, dass, dass die Eltern zum Beispiel dich jetzt erkennen würden? Alleine, wenn sie sich das Video anschauen? Nein. Wenn wir uns jetzt kennen würden, würde ich dich ja trotzdem erkennen. Wenn Chris jetzt so unter der Maske wäre und reden würde, würde ich ihn sofort erkennen. Aber stopp, sucht man dich jetzt, weil man schon eigentlich weiß, dass du das warst und man sucht dich jetzt nur noch als Person? Nein, es weiß ja niemand, dass es passiert ist. Das hat keiner gesehen. Ja, okay, aber man hat die Leichen gefunden. Nein, hat man auch nicht. Ich habe die Körperteile in Einzelteile zerstückt und habe sie dann vergraben. Achso, die hat man auch nicht gefunden. Du weißt, dass hier eine Richterin sitzt, ne? Ja. Nee. Und wann war das? Wann war das? Das war, möchte ich jetzt nicht genau sagen, das war aber in einer Zeitspanne von 4 bis 8 Jahren. Okay, dann danke dir erstmal. Machen wir erstmal mit dem hinten rechts weiter, bitte. Hallo, ich bin Silvi, 41. Ich habe viel Scheiße gebaut in meinem Leben, was mir auch sehr leid tut. Und ich will gerne dieses Format nutzen, um anderen jugendlichen Straftätern Mut zu machen. Und ich habe 2 Männer vergiftet. Beim zweiten kam es dann raus. Wurde angeklagt wegen Mord. Saß bis 2019 JVA in Chemnitz. Hab jetzt mein Abitur nachgeholt und bin bei in Sachsen in Breinbrunn Sozialpädagogik zu studieren. Und möchte gern, wenn ich das Studium abgeschlossen habe, ich bin dann im Heim arbeiten. Ich bin selber in meinem Heim auch groß geworden. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Gut. Wenn es dir schwerfällt zu reden, dann können wir auch erstmal weitermachen. Okay, alles gut. Aber du hast 2 Männer vergiftet. Danke. Und um an Kohle zu kommen, wir hatten keine Wohnung, wir hatten nichts und haben halt mit Typen rumgemacht und hat er einen gefunden, der reich war, Immobilienmakler in Hamburg. Den habe ich auch geheiratet. Also, ja. Wollte natürlich nicht mit dem Typ zusammen sein, er war ja viel älter als ich. Wie alt war der? Der war 30 und wir waren 16, also ich war 16. 16? Ja. Ui. Und wir hatten uns belesen, dass man mit Paracetamol mit einer Überdosierung jemanden vergiften kann. Und hatten 2 Packungen in der Apotheke gekauft und ich habe ihnen das in den Mixer getan. Mit Ingwer zusammen, Orangensaft, sodass du das nicht rausschmeckst. Als er das genommen hat, lag er am Boden, hat gekotzt und ich bin abgehauen, habe mein Alibi gesucht und bin ins Fitnessstudio gegangen, dass ich jedem beweisen konnte, dass ich nicht schuld sein kann und habe jedem erzählt, dass er selbstmordgefährdet war. Hat auch geklappt beim ersten Mal. Nach 3 Jahren haben wir das Geld wieder auf den Kopf gehauen, bin wieder zurück nach Zwickau gegangen und dachte halt, wenn es einmal funktioniert hat, funktioniert es auch nochmal. Das Blöde war, dass er Arzt war, ich dieselbe Show wieder abgezogen habe, ihn auch wieder liegen lassen habe, dachte, das geht genauso schnell, dass er stirbt. Problem war, dass er in dem Moment noch seinen Kollegen anrufen konnte, der auch Arzt ist. Mit dem telefoniert hat, das wusste ich aber nicht. Und du hast eine ganze Paracetamol-Packung genommen? 2, also 2. 40 Tabletten, ja. Und die hast du dann gemixt? In den Mixer mit rein, ja. Keine Anleitung hier. Also ich werde keine Anleitung geben. Aber das hat man dann auch irgendwie nicht rausgeschmeckt. Oder du würdest nicht irgendwie dabei gesehen, wie du das gemacht hast. Wenn du Ingwer rein tust, das schmeckt so scharf. Oder Cayennepfeffer, du schmeckst das Medikament nicht raus. Bist du nicht beim ersten Mann die Hauptverdächtige, weil du bist die Ehefrau? Ich war nicht da, ich hatte das perfekte Alibi. Er war selbstmordgefährdet. Und im Nachhinein haben die ja die Überdosis festgestellt. Aber du wurdest dafür auch nicht verurteilt? Nein, beim ersten Mal nicht. Und erzählst du es jetzt aber schwierig. Hier? Schwierig. Mord verjährt nicht. Mord verjährt nicht. Das zweite Mal kam ja dann auch nochmal auf mich zu. Na, und am Ende hatte ich alles gestanden, war mir auch was. Ach so, hast du gestanden dann. Bist also wegen zweifachen Mordes verurteilt worden. Wie alt warst du bei den Taten? Ja, einmal war ich 18, 2001 und 2003 nochmal. Ich hätte einen kurzen Einwand. Also ich fand es sehr krass, dass du direkt so emotional geworden bist am Anfang. Das haben wir sehr selten bis fast gar nicht. Und da habe ich gedacht schon, dass es sehr, sehr real rüberkommt. Und ich finde auch, wie du die Story erzählst, ohne groß zu überlegen, kommt es sehr gut rüber. Wie es der Zufall will, es ist bei Gott nicht abgesprochen, ich habe Paracetamol dabei. Und wenn du sagst, 40 Tabletten, ich habe die einfach so als Kopfschmerztabletten. Ja, probier das, ich habe das ausprobiert. Also 40 Stück, ich finde, die schmecken ja schon. Nee, teste mal eine, ich habe das damals ausprobiert, muss mir ja sicher sein. Eine mit ganz wenig O-Saft und ganz wenig Ingwer und das kannst du ja dann. Meinst du, der Ingwer zieht es dann raus, so, weil wenn ich die so nehme, ich finde, also die schmecken nicht mega schlecht, aber jetzt irgendwie auch nicht gut. Und wenn ich überlege, 40 davon. Eben, ja. Was? Die kaut man ja nicht. Du schmeckst das nicht, du trinkst das ja so. Du kaust ein Paracetamol? Nein, nein, nein. Guck mal,
wenn du eine Tablette auf die Zunge legst, du merkst es ja schon ganz kurz. Oder wenn mir die zu groß ist, dann beiße ich die einfach kurz ab. Ah, ja, dann habe ich ja schon so. Ja, aber das ist ja aufgelöst, du trinkst das ja. Ja, aber wenn das pulverisiert ist quasi und dann hast du es als. Das merkst du nicht. Ich habe das mit einer getestet, mit einer ganz kleinen Menge. Das merkst du nicht. Mach mal sonst ja, hier rein. Ja, du musst aber Ingwer, da, Digga, was Scharfes dazu. Digga, Alter. Gib mal her, warte mal. Was gerade verbissen? Du hast sie gerade auch mal gegessen, echt jetzt? Oh Mann, Alter. Nur Ministück. Ja, gib mal her. Schmeckt richtig. Warum essen wir jetzt alle Paracetamol? Was passiert hier gerade? Oh, ja, ne? Boah, das ist. Aber mix das mal. Wenn wir einen Mixer haben, kann ich das beweisen. Mm. Ja, super eklig, ne? Mm. Das habe ich noch nie versucht, das ist eklig. Mm. Ah, es waren die abgelaufenen. Nein, Spaß. Das waren die anderen. Kann ich noch eine Frage stellen? Oh, ja, bitte. Ich würde gerne wissen, wie hast du dich gefühlt bei der ersten Person, die du dann quasi umgebracht hast? Schlechtes Gewissen natürlich, ne? Aber ich musste ja mein Alibi aufrechterhalten. Und was hast du mit dem Mixer gemacht? Da sind ja deine Fingerabdrücke drauf. Da habe ich mir nie Gedanken gemacht. War mir ja sicher, dass sie das den auf ihn schiebt. Ja, stopp, aber wenn sie mit ihm zusammengelebt hat, sowieso, Mixer, dann sind sie in der ganzen Wohnung. Da sind doch Paracetamolstücke da in dem Mixer. Ja, das habe ich in das Glas gekippt, ne? Aber er hat sich das ja gemacht. Er hat sich ja umgebracht. Guck mal, in den Reactions immer, weil es gibt ja sehr viele Personen, die halt weinen, weißt du, in diesem Format. Und ich habe es immer direkt geglaubt, nein. Ich habe immer so gesagt, oh mein Gott, die ist es. Und Horn hat immer so gesagt, nein, wenn die weinen, dann ist es nur so, um das zu covern, weißt du, was ich meine? Weil die so authentisch rüberkommen wollen. Meistens. Und die waren es dann eigentlich meistens nicht. Aber sie kommt wirklich gut rüber. Also bis jetzt hat nichts irgendwie keinen Sinn ergeben. Sie kann gerade jede Frage beantworten. Bis auf, dass der Mini-Krümel Paracetamol richtig scheiße schmeckt. Also, Susanne hat einen Krümel gegessen. Oh, das ist mein ganzer Mund. Wenn ihr mir einen Mixer besorgt, beweise ich euch das dann irgendwann. Sie ist auch so locker. Ja. Die kommt, wie gesagt, gar nicht, ich bin auch so zwiegespalten. Ja, deswegen passt es ja nicht, dass sie am Anfang so auf die Tränenrisse gedrückt hat. Aber das würde Sinn machen im Verlauf, also wenn sie redet und dann irgendwann im Verlauf dessen fängt sie an zu weinen, aber nicht direkt am Anfang. Weißt also, du? Aber gerade, wenn das so lange schon her ist. Zu den anderen zwei fand ich sie viel stärker. Als 1 und 2. Sie ist nicht schlecht, also ich würde sie nicht ausschließen. Aber sie hat den Vorteil, dass sie natürlich nicht das Gesicht verdeckt hat. Ja, ne? Wir können die Gesichter nicht sehen. Emotionen sehen wir jetzt bei den anderen beiden erstmal nicht so. Ne? Das ist schwierig, das macht es echt schwierig. Ja. Das macht es echt schwierig. Okay, danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hallo, ich bin Theresa, ich komme aus Bayern. Und ich bin heute da, um euch meine Geschichte darüber zu erzählen, wie ich zur Drogenkurierin geworden bin im dreistelligen Bereich. Wie dreistelliger Bereich? Kilo oder? Also über 100 was? Kilo. Was meinst du? Über 100 Kilo. Über 100 Kilo? Ja. Wie alt bist du? Möchte ich eigentlich nicht sagen. Aber du bist in deinen 20ern? Zwischen 20 und 30. Zwischen 25 und 30 oder unter 25? Über 25. Über 25? Weil du wirkst wirklich sehr jung. Ja, ich wirke sehr jung, aber das ist ja auch ein Vorteil gegenüber dem, was ich gemacht habe. Also ich mache das jetzt mittlerweile nicht mehr, sonst würde ich mich auch nicht hier hinstellen und das erzählen. Aber ganz kurz, über 100 Kilo ist schon big, oder? Ja, das wären schon ein paar Jahre. Wurdest du erwischt? Nein, sonst würde ich nicht hier stehen wahrscheinlich. 100 Kilo von was? Gras. Okay. Uiuiui. Susanne, gibt es dort einen Unterschied? Du? Also, wenn du jetzt zum Beispiel 20 Kilo schmuggelst oder 100 oder 500, ist dann das Strafmaß irgendwann voll oder wird es immer... Also du hast ja schon eben so die nicht geringe Menge als Grenze, aber das ist natürlich, also 100 Kilo Gras, ich weiß nicht, wie viele Konsumeinheiten das sind, das ist schon richtig, aber trotzdem nachher im Strafmaß würde man schon nochmal unterscheiden, ob es jetzt mit Gras eine relativ weiche Droge ist oder halt Kokain, Amphetamin, irgendwie andere Geschichten. Das ist natürlich nachher bei dieser Strafzumessung, wie man immer so schön sagt, wo man alles nochmal auf diese Waagschalen Plus und Minus legt, da würde man dann schon berücksichtigen, dass es Gras ist, aber natürlich bei 100 Kilo ist es dann ja auch schon irgendwie, es ist halt auch dann schwierig. Aber 100 Kilo, also das ist unfassbar viel. Wie viel hast du denn grob damit verdient? Also warst du so ein kleiner Mittelsmann, der so was abgezweigt hat vom großen Gewinn oder warst du da so richtig dick drin? Also ich hatte einen Geschäftspartner beziehungsweise zwei Geschäftspartner und der eine hat mir dann sozusagen die Aufträge gegeben. Also ihr habt es war euer Ding so. Ihr habt das nicht irgendwie als Kettenglied gemacht, sondern euer Ding. Okay. Das war unser Ding. Also wir hatten Leute in anderen Ländern, die auch mit uns zusammengearbeitet haben. Und er hat mir sozusagen die Aufträge gegeben, dass ich das und das dorthin bringen muss, also die Pakete. Und ich musste halt die erstmal vom LKW abholen, das heißt mit dem Transporter hinfahren und eben die Kisten zusammen in Tüten packen und dann in den Transporter reinschmeißen und dann zum Bunker fahren. Und dafür habe ich schon mal die Hälfte von dem Geld bekommen, was im LKW drin war. Das heißt,
pro Kiste habe ich 100 Euro bekommen. Wenn es 100 Kilo wären, dann wären es halt 5000 Euro schon mal dafür. Warte ganz kurz. Für 100 Kilogramm hast du 5000 Euro bekommen? Ja, erstmal. Aber da muss ich sie ja erstmal zum Bunker fahren und dann die Kisten verteilen. Ja. Was bezahlt ihr denn in Bayern für 1 Gramm? Für 1 Gramm in Bayern 12,50, 13. Oh, da haben wir Bayern letztens halt, weniger ne? bezahlt. Bayern, ne? halt. Was willst du machen? In Bremen ist das günstiger, du. Nee, aber ja, rechne das mal hoch. 1 Gramm. Rechne das mal. Also ich kann schlecht rechnen, aber du bist ja noch näher an der Schule dran als ich. Also nochmal, um es richtig zu erklären. 100 Pakete sind im LKW. Und die 100 Pakete nehme ich, tue es in den Transporter und fahre es halt sozusagen zum Bunker. Da kriege ich dann von den 100 schon mal die Hälfte ausgezahlt, weil ich es rübergefahren habe. Und dann werden die 100 Kisten nochmal verteilt an die Kunden sozusagen. Crazy! Und du riskierst so viele Jahre für 5000 Euro? Ja, wenn man halt mit 18 täglich konsumiert, kommt man auch irgendwann in die Kreise rein. Da ich aus dem Land komme, war es auch so, dass es recht schwer für mich war, Gras zu besorgen. Und meine Freunde haben dann immer mich gefragt und dementsprechend kam ich dann auf den Gedanken, hey, wenn mich so viele fragen, ich verdiene aktuell sowieso nicht so viel, dann ticke ich halt nebenbei ein bisschen was. So bin ich reingerutscht sozusagen. Und deine Eltern haben sich keine Sorgen gemacht irgendwie, weil das riecht man ja auch und dann weißt klar, du so. Klar, man geht halt so wie mit dem Rauchen, wenn man mit 16 anfängt zu rauchen, versteckt man es auch vor den Eltern. Ab und zu hat sie es gemerkt, aber halt nichts gesagt. Aber ich würde sagen, sollen wir einfach weitermachen? Ja, ja, same, wir hören erstmal weiter. Deswegen dann die erstmal, dann machen wir mit der letzten weiter, bitte. Okay, ich bin schon ordentlich aufgeregt. Also, mein Name ist Sarah, ich bin 25 Jahre alt und ich habe meinen leiblichen Vater umgebracht, um meine Mama und mich zu beschützen. Und ich wurde auch, warum ich hier stehe, ich wurde freigesprochen und erstmal verurteilt in erster Instanz vor dem Landgericht. Das heißt, du hast ihn aus Notwehr umgebracht oder so aus dem Affekt oder weil du wurdest ja freigesprochen? Ja, das zählt nicht als Notwehr, aber ja, Notstand hieß es dann. Was ist da vorgefallen? Ja, das Ding ist, ich habe die Story auch schon mal vor Gericht erzählt und es ist auch ein bisschen her. Aber keine Ahnung, also mein Vater hat meine Mutter und mich ständig misshandelt. Wir wurden geschlagen mit Baseballschlägern. Das konnte man auch nicht einschätzen, wann wir attackiert werden. Und meine Mama wurde auch vergewaltigt und ich habe das immer gehört. Wir wollten wirklich immer fliehen. Ich habe immer Mama versucht, davon zu überzeugen, dass wir gehen sollen. Aber er hat mir damit gedroht, dass er meine Mama umbringen würde. Und Mama damit gedroht, dass er mich töten würde, wenn wir fliehen würden. Und wir haben es auch einmal versucht, aber wir haben dann am Ende noch mehr kassiert. Und er war übrigens auch Alkoholiker. Und ich hatte mal gelesen, dass wenn man im Oberschenkel mit einem Messer einmal reinrammt, dass man dann in 3 Sekunden verbluten kann, wenn man es richtig macht. Wo hast du das gelesen? Ein 19-Jähriger in der Zeitung hatte sich so umgebracht, also er hat Suizid begangen. Ich hatte mal darüber gelesen und... Und das hat dich inspiriert? Ich habe das... Nicht geplant. Ich habe es nicht geplant gehabt. Das hat mich einfach so überkommen. Aber ich habe das abgespeichert gehabt und er lag im Wohnzimmer besoffen. Und als ich ihn so angeschaut habe, ist es mir einfach wieder eingefallen. Bin ich in die Küche gegangen. Es war in dem Moment, als wäre ich nicht in mir gewesen. Es ist richtig komisch zu erzählen. Es wäre, als würde ich von außen auf mich hinabschauen. Und ja, dann habe ich ihm das Messer in den Oberschenkel gerammt. Er ist dann gestorben. Ich habe es direkt bereut. Ich habe sofort die Polizei gerufen. Meine Mama hat geschlafen. Es war nachts. Ich bin direkt zu meiner Mama gerannt, habe sie aufgeweckt. Ich hatte nämlich Angst, dass meine Mama dann verdächtigt wird, weil sie war auch im Haus. Und dann kam die Polizei. Dann habe ich denen auch das Messer gegeben und gesagt, ich war's. Wir wurden dann auf die Wache gebracht. Auf jeden Fall, später kam es dann nach ein paar Monaten zur Hauptverhandlung. Wir waren dann im Landgericht, ich wurde des Mordes verurteilt, weil er geschlafen hat und es wurde Heimtücke angenommen. Wie alt warst du da? Es war kurz vor meinem Geburtstag, 21. Zur Tat war ich 20. Aber als... Also wenn das wirklich genauso passiert ist, dann ist krank, was du erlebt hast.
Jetzt ist, was immer noch mein Aufhänger ist, warum du dann freigesprochen worden bist, wirst du wahrscheinlich gleich sagen, weil ich denke mir, okay, vielleicht hat er dich oder deine Mutter angefasst, geschlagen, missbraucht oder irgendwas und das, du hattest irgendeinen spitzen Gegenstand und so. Aber wenn er wirklich geschlafen hat, dann ist das ja wirklich, dann ist das in meinen Augen ja ermordet. Deswegen, bevor du darauf antwortest, was würdest du denn sagen, Susanne? Also, wenn ich ich habe genau die Frage, also, das hat mich gewundert eigentlich, weil ich gedacht habe, warum gibt es jetzt eigentlich den Freispruch? Also ich sehe jetzt keine Gründe, die irgendwie, sag ich mal, ist keine Notwehrsituation, Notstandssituation sehe ich jetzt eigentlich auch nicht so genau. Stell mal vor, sie würde entführt werden und wäre jetzt wie Natascha Kampusch oder so im Keller gefangen und der Entführer hätte geschlafen und sie muss das machen, um an ihm vorbeizukommen oder Schlüssel zu bekommen. Das wäre wahrscheinlich was anderes. Genau. Aber es ist ja immer noch der Vater und ich weiß es nicht, hat er euch eingesperrt, ihr durftet das Haus nicht verlassen oder wie hast du den Notstand gerechtfertigt, weil du hättest ja auch einfach sagen können, ich gehe zur Polizei oder helft mir, wir werden daheim bedroht. Das ist natürlich immer was anderes, wenn man selbst in der Situation steckt, wenn man diesen psychischen Druck auf sich hat. Ja, erzähl uns gerne, warum das so kam. Ja, ich habe das auch alles irgendwie so in den Haufen zusammen, Wirrwarr zusammen erzählt, aber es war so, das ist keine Notwehr gewesen, sondern Notstand. Das Landgericht in erster Instanz hat mich ja auch des Mordes verurteilt. Ich habe da eine kleine Strafmilderung bekommen, wurde nur zu 12 Jahren verurteilt, aber wir sind auch direkt in Revision gegangen mit meinem Anwalt, weil wir der Meinung waren, dass ich gerechtfertigt gehandelt habe und das ist, weil er uns gedroht hat, uns umzubringen. Und wir waren dann in zweiter Instanz vor dem Bundesgerichtshof in Revision und die haben uns dann den Notstand nach, das hat mir mein Anwalt sogar gesagt, was hat das nochmal, ich glaube Paragraph 35? 34. 35, glaube ich, war auch ein Notstand. 34 wurde uns nicht eingeräumt, aber 35, weil Das Landgericht hat argumentiert mit Leben gegen Leben kann man nicht abwägen, aber in zweiter Instanz hieß es, dass wir eine ständige Gefahr für das Leben von meiner Mama und mich haben und dass wir nicht anders hätten befreit werden können, außer durch seine Tötung, also durch sein Versterben, besser gesagt. Und meine Mutter wurde 2 Tage vor der Tat noch vergewaltigt und man konnte nachweisen, dass sie vergewaltigt wurde. Und deswegen konnte man eben diese Gefahr für ihr Leben und mein Leben nachvollziehen. Das hat auch das Landgericht dann begünstigenderweise für mich angenommen und nicht 15 Jahre Recht gesprochen, sondern hat das gemildert, gesagt, ja, du warst in einer Lebenssituation die ganze Zeit, die scheiße war. Deswegen geben wir dir nicht 15 Jahre. Aber wie gesagt, dann sind wir in Revision gegangen, weil ich war der Meinung mit meinem Anwalt, dass es nicht hätte schlimmer kommen können. So. Ich hätte noch eine Frage an dich oder Susanne, egal wer sie beantwortet. Wenn du jetzt sehr jung gewesen wärst, hätte ich das vielleicht aus einem anderen Betrachtungswinkel gesehen, aber du warst ja jetzt Teenager-mäßig Ende, Anfang 20 so rum, wo das passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich damit im Reinen bin, dass irgendjemand dir zustimmt und sagt, das war okay, ihn umzubringen, weil ihr in Gefahr wart. Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand sagen würde, warum seid ihr nicht zur Polizei gegangen? Ihr hättet ja sagen können, der Mann vergewaltigt uns, er schlägt uns oder so, hier sind unsere Wunden, hier sind unsere Blutergüsse oder so, dass man ihn dann erstmal in Gewahrsam nimmt oder euch Schutz anbietet und dass dann irgendjemand sagt, ja, das war die gute Entscheidung, ihn umzubringen, das war die beste Möglichkeit. Ihr wurdet ja nicht eingesperrt, oder? Nein. Genau, also ihr hättet gehen können. Ihr hättet zu jedem Zeitpunkt also rausgehen können, theoretisch. Darf ich euch erzählen, was er uns angetan hat? Dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. 2017 war das, als wir nach Hause kamen, hat er uns direkt verprügelt. Und dann hat er Mama versucht zu erwürgen. Und wir wurden davor schon richtig geschlagen und dann hat er auch seinen Baseballschläger genommen. Und wir durften uns nicht auf den Boden kauern, wir mussten stehen, sonst haben wir noch mehr kassiert. Und als er dann Mama versucht hat zu erwürgen, dann bin ich dazwischen gegangen, habe mich getraut, habe die auseinandergerissen, sie hat keine Luft mehr bekommen, wir waren direkt Arm in Arm und haben geweint. Und dann haben wir gar nicht gemerkt, wie er weggegangen ist, aber dann kam er mit einem Messer und dann mussten wir, weil ich mich getraut habe, dazwischen zu gehen, unsere Oberteile hoch. Und dann hat er gesagt, dumme Hure, du vergisst, dass ich wer du bist. Damit ihr das ein Leben lang nicht vergessen werdet, erinnere ich euch dran. Und dann hat er uns in unserem Bauch Hure geschnitzt.
Und die Narben haben wir auch immer noch. Und das konnte man recht gut rekonstruieren vor dem Gericht mit den Narben, wie alt die sind und so weiter. Und ganz kurz, du hast die Narbe noch? Wirst du die Narbe zeigen oder? Nein, ich schäme mich dafür. Das will ich nicht. Lieber nicht. Es tut uns so leid, was hier passiert ist. Alles gut, danke. Das Ding ist, ich glaube ihr, weil der Mann neben ihr, der hat sehr emotional reagiert währenddessen. Nee, ich glaube, der hat einfach und nur vielleicht Schnupfen. Stehen die ja, also vielleicht ich glaube, der ist nur erkältet. Sicher? Ja. Nein, der hat geweint. Ich bin mir sehr sicher. Ich glaube, er ist eine Begleitperson, deswegen glaube ich ihr. Ich bin mir sehr sicher. Weint der gerade? Okay. Oh mein Gott. Scheiße, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Ich sage, er ist erkältet. Oh mein Gott. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Aber es kann auch sein, dass irgendwas passiert ist, gerade im Privaten oder so. Vielleicht wegen seiner Story. Ja, vielleicht wegen seiner Story. Ja, genau. Also ich meine, ich sag mal so, wir haben von ihm am wenigsten gehört. Ja. Das war im Grunde ein Satz. Der hat mir auch, der war für mich am glaubwürdigsten. Ja, und ich sag mal so, wir haben diesen einen Satz gehört und Ehrenmord und da steckt ja ganz viel dahinter. Da stecken ja ganz viele Emotionen dahinter, sage ich jetzt mal so. Ich sag einfach, er ist erkältet. Ich glaube, ich würde das nicht. Du wusstest es ja nicht, weil er war genau komplett. Er hat die ganze Zeit immer schon so an die Wand geguckt und hat, als hätte, also ich habe gedacht zuerst, er wäre gelangweilt gewesen, ja. Aber jetzt glaube ich, er hat versucht, sich zu konzentrieren, ja, nicht zu weinen. Ja. Ey, wenn der jetzt Schauspieler, ne, ohne Spaß, Alter, dann haben wir wirklich keinen Bock mehr. Dann ist crazy. Okay, aber der erklärt sich bestimmt gleich nochmal. Lass erstmal jemand rausvoten von den Teilnehmern. Das hat er clever gemacht, er ist schon draußen. Das heißt, man kann es nicht erwischen. Für also mich ganz klar raus ist vorne links. Ja, wir machen, wollte ich gerade sagen. Muss zu 100% raus. Wir können ja eben ganz kurz das Mikro einmal geben. Ja, ganz kurz. Ist hier alles gut? Alles gut? Ja? Können wir weitermachen, sicher? Ja? Okay. Den Kollegen würde ich rausvoten, weil das vorne und hinten einfach gar keinen Sinn macht. Das macht gar keinen Sinn. Der noch gesucht wird, beziehungsweise wo man nicht weiß, dass er es ist, aber die Eltern ihn jetzt allerspätestens jetzt erkennen würden. Ich will ihn direkt erkennen. Ja. Das Ding ist, die Eltern haben mich nur einmal gesehen. Ich glaube nicht, dass sie mich noch mal erkennen. Aber auch der Umkreis erkennen. Und so, wenn das ein Fall ist, und das kennt man ja von so Mordstories, wenn die Person gesucht wird, dann ist es voll krass, so einzelne Hinweise schon zu bekommen. Und wenn du jetzt hier stehst mit deiner Stimme und deswegen verdecke ich ja auch mein Gesicht. Ja, aber eigentlich so ein... Ich so, na gut. Nein, bitte, der ja, muss gut. raus. Aber ganz ja, okay, er ist raus, ich bin raus. Dabei. Okay, sind wir uns alle einig? Ja. Ja. Geht so. Okay, ja. Hast du ganz okay gemacht, aber du musst einmal bitte. So, jetzt müssen wir mal unseren Kollegen hier vorne rechts sprechen, der gerade ein bisschen emotional geworden ist. Ich muss sagen, obwohl er am wenigsten gesagt hat, fand ich ihn am glaubwürdigsten von allen irgendwie. Voll. Ich kann nicht alles sagen. Ich habe, bevor ich heute hingekommen bin, mit meinem Anwalt noch gesprochen gehabt. Mit wem? Anwalt. Ach so. Mhm. Ich habe Ehrenmord begangen an meinen eigenen Cousin im Iran. Ich wurde dazu teilweise gezwungen. Von meiner Familie, von meinem Onkel im Iran. Der Grund dafür war, dass wir halt als einzige Teil der Familie im Ausland leben. Und aus dem Grund sollte einer aus meiner Familie, und da ich der einzige Sohn bin und mein Vater nicht da in Frage kommt, musste ich das machen. Das ist mir zu echt. Das ist zu echt, das ist nicht gespielt. Und wenn er das spielt, dann... Ja. Das ist wirklich krass. Was war denn der Grund für den Ehrenmord? Er ist seiner Frau fremdgegangen. Und wie bist du mit der Frau verwandt? Ich habe nichts mit der Frau zu tun. Das war mein Cousin. Aber warum wurde er ausgewählt, ihn zu töten? Warum er? Warum musste er ihn töten? Weil er aus der Familie kommt. Genau, weil er aus der Teil der Familie ist. Und weil er hier, glaube ich, weil es dann für die, also weil er hier im Ausland wohnt. Ich wurde dafür auch nicht belangt oder bestraft, weil, also im Iran wissen die das zwar, dass ich das war. Das war auch so von Anfang an abgeklärt, bevor ich das gemacht habe. Aber Iran und Deutschland haben keinen Überlieferungsabkommen. Er würde aber in jedem Fall im Ausland bestraft werden. Oder kann er auch in Deutschland verurteilt werden dafür, weil die Tat ja im Ausland begangen worden ist? Die Tat ist im Ausland. Die Frage ist dann tatsächlich wieder, ist er deutscher Staatsangehöriger? Okay.
Ist schwierig. Ich bin deutscher Staatsangehöriger. Bist dann deutscher Staatsangehöriger. Ich wollte das. Je nachdem, wie du das beantworten möchtest, aber du hast gesagt, du wurdest mehr oder weniger gezwungen dazu. Was wäre denn passiert in der Kultur oder wie auch immer in der Familie, wenn du gesagt hättest, nein, das mache ich nicht? Ja, das ist gut. Das ist unsere Kultur. Und wenn wir das nicht machen, kriegen wir genau sowas ab. Man merkt jetzt raus, dass du das bereust. Ja, ich bereue es. Ich habe noch nie dran gezweifelt. Zeig mir das ehrlich. Wie nah standet ihr euch? Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Also er war wie ein Fremder quasi. Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht real ist, aber es ist für mich gerade am glaubwürdigsten. Ja. Weil dieses Wein ist auf jeden Fall nicht gespielt. Irgendwas muss da sein. Ja. Weil wir hatten hier schon oft gespieltes Wein, aber das ist kein gespieltes Wein. Ja, wir müssen jemand anderen rausworten. So vorne links vielleicht? Weißt du, weil sie so jung Boah, ist? Nee, vorne links ist mir noch zu... Oder hinten halt der mit der Käppi? Ja, aber da haben wir zu wenig gehört, ehrlich gesagt. Ich habe die Geschichte noch gar nicht richtig begriffen mit dem Menschenhandel und Japan und so. Ja. Vielleicht würde ich da lieber nochmal hören. Doch, den müssen wir sprechen, ja. Du hast Menschenhandel begangen. Ja. Warum? Warum? Ja. Also erstmal war es kein Menschenhandel. Hast du auch gesagt. Ja, für mich sowieso nicht, weil ich Leute rekrutiert habe. Das heißt, aus heutiger Sicht siehst du das auch nicht als Menschenhandel an, sondern... Ich habe ja nicht damit angefangen. Die haben mir das Visum gegeben. Die haben mir auch versprochen, ich bezahle das Geld und alles ist in Ordnung. Dann haben die später halt mich da drangsaliert und mich dazu gezwungen, quasi. Aber bezahlt. Es war irgendwie okay. Dass ich da über die Websites aus Sibirien, Südostasien, die Ausländerin da reinhol, die haben da mit dem Touristenvisum da diese Jobs gemacht halt. Und es war einfach so, ich war so dieses Bindeglied zwischen diesen, die konnten ja immerhin etwas Englisch, während die Leute, für die ich gearbeitet habe, die konnten das halt nicht so gut. Was würdest du denn von dir aus sagen, was du warst, was es, also du sagst ja jetzt, war jetzt kein Menschenhandel, aber als was würdest du es einstufen? Es war Recruitment einfach. Recruitment, aber dann stellst du dich hier hin als Ich spreche jetzt vom Anfang, ihr braucht da nicht lachen. Das war der Anfang, als ich angefangen habe, okay? Hm. Okay. Du erinnerst mich richtig an so einen Typen von Aktenzeichen XY. Du bist so der Prototyp, der da reinpasst irgendwie. Also du siehst auf jeden Fall danach aus, aber irgendwie glaube ich der Geschichte gar nicht. Wie hast du dich denn gefühlt, als du damit angefangen hast? Weil die Leute, die wollen das ja nicht. Der Menschenhandel, die betteln ja darum, dass man es nicht mit einem tut. Hast du da irgendwie so Empathie verspürt, Mitleid? Also wie gesagt nochmal, Menschenhandel, das sagt das Gericht. Die haben eine Chance bekommen zu arbeiten. Die kamen aus ärmlichen Verhältnissen. Wir haben die darüber geholt. Und die haben Geld verdient, was sie zu Hause nicht hätten machen können. Auf jeden Fall nicht die Beträge. Also du siehst es eher so, dass du was Gutes getan hast für die Leute. Was Gutes? Also bereuen tust du es ja nicht, oder? Also mir haben die geholfen. Ich konnte da bleiben. Es war eine geile Zeit. Es ist einfach so. Wenn du da bist, du kennst das nicht. Nee. Als ich da war, das war eine geile Zeit. Du willst da nicht loslassen. Du willst nicht wieder zurück nach Hause. Und für die haben zu Hause nichts. Wir haben das Beste aus ihrer Situation gemacht, die da hatten. Manche hat es halt, ja, denen ging das halt irgendwie so... Hat denen auf jeden Fall nicht gut getan. Ja. Aber manchen eben schon. Die waren halt die Stars. Und wie alt sind die Leute, die das betrifft? Das ist 18 aufwärts eben. Und unter 18? Nee. Weil es illegal ist oder weil es falsch ist? Es ist also falsch. Es ist einfach organisatorisch recht schwierig, sagen wir es mal so. Wie siehst du das denn aus heutiger Sicht? Weil es ist ja offensichtlich Menschenhandel. Es ist ja nichts Gutes, was du da gemacht hast. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ob du es Recruiting nennst oder sonst wie, es ist ja Menschenhandel. Ja, aber es ist einfach, wir haben alle mitgemacht, alle haben eine gute Zeit gehabt. Ja, aber ist jetzt die Frage, wie siehst du das heutzutage, weil machst du es immer noch? Genau so, oder? Ich könnte es nicht wieder machen. Einmal das. Warum? Gibt ja andere Gesetze in Japan. Okay. Das ist jetzt also mit diesen ganzen Banden, das läuft nicht mehr. Das war damals noch möglich. Die haben 2011. Das heißt, die Gesetze sind der Grund, nicht die Moral. Ja, wollte ich gerade sagen. Das klingt nach einem großen Stück Gleichgültigkeit. Er ist auf jeden Fall so ein bisschen angsteinflößend irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig könnte es auch hart geschauspielert sein. Er hat schon so da Emotionalität mit drin. Er hat auch so ein bisschen so ein Tick eben so Aggression da drin. Mhm. Das hat man deutlich gemerkt. Das kam zumindest erstmal authentisch rüber. Also diese Aggression eben so. Wir müssen jetzt langsam jemanden rausholen. Ja. Und
Es fällt mir immer schwerer, muss ich sagen. Aber unsere Madame hier hinten links werfe mich als nächstes raus mit der Paracetamol-Geschichte. Mhm. Ja, ich schmecke das immer noch. Ja, das stimmt, das ist deswegen, echt widerlich. Halt, guck mal, du hast gerade einen kleinen Krümel probiert und merkst, es ist 40 Stück, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Ich kann es mir echt schwer vorstellen, trotz Ingwer. Du musst auf unser Bauchgefühl hören. Dann lass einfach so. Sind wir uns einig? Ja. Okay, hast du echt gut gemacht, aber du musst es einmal bitte raus. Ich würde tatsächlich die Dame hinten links fand ich ein bisschen. Im Vergleich zu den anderen war sie viel schwächer. Ja. Also ich wir können ja ihr noch mal kurz das Mikro geben. Ja, Susanne? Ja, ich würde auch sagen, dass die Geschichte. Also ich finde sie jetzt. Also das ist richtig gut erzählt. Mhm. Und sie ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn sie die Lügnerin ist, ist sie richtig gut vorbereitet, weil sie da schon viele auch rechtliche Dinge damit reingebracht hat, so, die man in so einem Urteil da vielleicht besprechen würde und diese Instanzen und so. Aber was mich stutzig gemacht hat, ist, dass sie gesagt hat, sie war 20 bei der Tat. Mhm. Und dann ist es eigentlich schon so, also du kannst dann theoretisch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden, aber eigentlich ist es nach Jugendrecht. Und da ist eben das Maximale, was du bekommen kannst, 10 Jahre. Und das ist sowas, wo ich denke, dass sie gesagt hat, ja, sie hätte sonst 15 Jahre bekommen und jetzt dann aber, dann waren da irgendwelche Milderungsgründe, deswegen dann 12 Jahre. Und die Geschichte mit dem Freispruch, macht keinen Sinn. Also da würde ich mich jetzt echt, da würde ich jetzt, da würde deswegen ist sie hier, deswegen ist Susanne hier. Wir können ihr wieder vertrauen, hier kein Misstrauen mehr von meiner Seite. Ich wusste es, Susanne. Mach auf. Wegen der rechtlichen Beratung bin ich hier. Oh, na ja. Ist sie hier? Sind wir alle hier? Was sagst du denn dazu? Also ich wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Ja. Warum? Was war der Grund? Weil ich 20 war. Ja, okay, ist raus. Ist raus? Ja, warum? Absolut. Ist raus. Wieso raus? Naja, weil das wäre halt das größte Ding, was du auch als Verteidiger halt angehst, wo du sagst halt, was weiß ich, die ist 20 erst halt, ne, ist Jugendstrafrecht und was weiß ich, wohnt noch zu Hause, auch aufgrund dieser besonderen Konstellation halt in diesem Elternhaus, wo sie so misshandelt worden ist, halt ist sie eher noch einem Jugendlichen gleichzustellen als einem Erwachsenen. Mhm. Und das wäre einfach das, wo man wirklich sagt, also danach wird es beurteilt, ne? Ob Jugendrecht oder Erwachsenenstrafrecht. Und gerade da würde ich sagen, da wäre sie safe mit Jugendstrafrecht dabei. Ich hänge mich an diesem Freispruch-Ding auf, dass sie freigesprochen worden ist. Guck mal, es geht jetzt vielleicht zu tief, aber du hast doch gesagt, du hast darüber gelesen, dass du bei so einem Typen hat Suizid begangen, dass er sich das Messer da reingestochen hat. Mhm. Und auf Grundlage dessen, dass du das gelesen hast, hast du es gewusst, aber jeder Mensch hat doch, die Anatomie ist ja gleich bei Menschen, aber jeder Mensch hat vielleicht einen dickeren Oberschenkel, einen kleineren oder so. Zeig mir doch einfach mal. Kann ich es an mir selbst zeigen? Du kannst es machen, ja genau. Ja, das ist die Oberschenkelarterie. Ich zeige es am rechten Oberschenkel, in der linken Innenseite verläuft die so. Und wenn du 8 bis 10 Zentimeter reinrammst, wenn du es gut machst, verblutest du in einer Minute hier. Du kannst hier überall reinstechen in der Innenseite und wenn du es scheiße machst, 3 Minuten, aber... Boah, würde man das so erzählen, wenn man das gemacht hat? Ich weiß nicht, ob das so... Vor allem, Anleitung sie sagt, ja, sie sagt so 8 bis 10 Zentimeter rein, dann machst du es gut. Und anders machst du es scheiße. Die Sache ist ja, angenommen, das wäre jetzt ein Messer, zeig mir mal nur an meiner Stelle, wo du jetzt schnell hinstechen würdest. Wo müsstest du denn hingehen? Warte, ich will auf deine Seite. So, rein. So rein. Ja. Weil du hattest ja nur diese eine Möglichkeit. Das heißt, deine Möglichkeit war, du wolltest ihn, es war trotzdem in Affekt, ich gehe mal wieder zurück, aber erstens, dass du genau diese Oberschenkelarterie treffen musstest und hast du das vorher... Das ist leicht. Wie hast du dir das Wissen denn angeeignet? Ganz kurz, wenn sowas passiert ist, dann redest du nicht so darüber. Ey, das ist ganz leicht. Easy going. Zack, einmal rein. Das ist voll traumatisierend. Vor allem, Vor allem, das noch zu zeigen, würde ich sowas gemacht haben und er kommt und sagt, ja, zeig mal, wie du gestochen hast. Alter, ich würde sagen, Junge. Ich würde jetzt tippen, Jura, aber jetzt ersten Semester irgendwie so. Stimmt, Jurastudentin. So, Jurastudentin. Ja. Und jetzt aber noch nicht so ganz fortgeschritten, weil dann wäre das halt noch so wieder diese Geschichten irgendwie mit diesem Paragraphen und so, das wäre dann wieder anders oder so. Aber nickst du gerade? Hast du gerade genickt? Ich schwöre, sie hat genickt. Ich habe wegen was anderem genickt. Ja, sie ist 100% raus. Mhm. Sind wir uns einig? Ja. Okay, hast du ganz gut gemacht, aber du musst es einmal bitte raus.
Also ich muss sagen, jetzt wird es schon deutlich schwerer, ja. Oder? Jetzt haben wir alles dabei. Jemand, der jemanden ermordet hat, Menschenhandel und das mit den Drogen. Jetzt ist natürlich die Frage. Also ich würde vielleicht, darf ich noch einmal nochmal an die linke Person nochmal? Ja, klar. Also du hast gesagt, du bist da so reingerutscht, weil du selber zuerst gekifft hast. Dann bist du aber nachher, warst du mit zwei anderen zusammen dann sozusagen verantwortlich für das Drogengeschäft da. Also ich habe damals einen Kollegen gehabt, bei dem hatte ich halt kleinere Mengen kaufen können und dann habe ich halt so pro Woche 50 Gramm weggehauen, also verkauft. Und daraufhin dachte ich mir so, hey, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Der kriegt das ja irgendwie auch von irgendjemanden, also in mehreren Mengen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eine Fahrerin braucht, sodass ich halt für ihn halt sozusagen die Pakete abhole. Daraufhin aus Zufall tatsächlich, weil sein Abgeber auch meinte, dass jemand kommen soll mit dem Auto halt sozusagen und das abholen soll, hat es tatsächlich auch hingehauen. Am nächsten Tag bin ich eigentlich auch direkt gefahren sozusagen. Da hat er mir pro Fahrt 200 Euro gegeben gehabt. Das ist aber nicht die Person, die ich später halt sozusagen, mit der ich zusammen das gemacht habe, sondern er ist dann sozusagen mit mir zusammen auch mein Geschäftspartner geworden. Und daraufhin habe ich eine andere Person durch ihn kennengelernt. Pinguin-Taschentuch. Und durch ihn kam dann dieser Boss, nenne ich ihn mal sozusagen, mein Boss. Der meinte halt zu der einen Person, ob er vielleicht jemanden kennt, der fahren kann oder der halt Interesse dran hätte. Er meinte, ja, da kenne ich jemanden, der vielleicht gerade ein bisschen in Geldnot ist oder vielleicht ein bisschen mehr verdienen möchte. Und der hat mir dann geschrieben und ich meinte daraufhin, dass ich sein Angebot sozusagen annehme. Und wie sieht dein Leben jetzt aus? Bitte? Wie sieht dein Leben jetzt aus? Gehst du zur Schule, hast deine Ausbildung fertig gemacht, arbeitest du oder was machst jetzt du? Jetzt arbeite ich ganz normal und ja, habe viele Schulden bekommen tatsächlich auch, weil ich damals sehr viel Geld bekommen habe und das Geld nicht mehr habe sozusagen. Wenn man halt mehr Geld hat, dann gibt man es aus, so schnell wie das Geld kommt, so schnell geht es auch. Ja, ja. Und ja, ich lebe gerade aktuell schon ein bisschen in Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, aber ich glaube ihr irgendwie voll. Ne? Die ist wirklich nicht schlecht. Ich finde sie richtig gut, weil ich finde auch... Nee, genau. Also ich finde auch, also weil ich habe so das Gefühl, also wir reden jetzt ja über Drogenkurier und nicht so hier wie bei mir auf dem Dorf, so mal ein bisschen und verticken und so ein bisschen und so läufermäßig, sondern im großen Stil. So habe ich das richtig verstanden. Und da habe ich einfach so das Gefühl, das ist ja schon so ein Gewerbe, wo ich jetzt mir zumindest, da bin ich echt tatsächlich auch Laie, aber vorstellen würde, man muss ja bei den Mengen Drogen, das ist ja da muss Riesenvertrauen, eine Riesenvertrauensbasis sein. Und dass du dann da jemanden so anheuerst und sagst irgendwie so hier, würdest du dir das zutrauen jetzt so? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie jetzt nichts damit zu tun hat, so darüber sprechen könnte, weil sie redet halt übertrieben locker. Das schon, also, aber ich finde der Kontrast ist halt crazy gerade. Was sie erzählt ist nicht schlecht. Sie ist jetzt so die, wo alles locker so, ja, vielleicht lacht auch ein bisschen. In der Mitte habe ich das Gefühl, wenn ich ihn noch einmal Menschenhändler nenne, bringt er mich um. Ja. Da ist es dieses leicht passiv-aggressive irgendwie. Und dann haben wir noch rechts, was auch wieder ein anderer Charakter ist, der es total bereut, dort schnieft und weint. Sehr emotional, ich lasse mich von sowas auch beeinflussen. Ja. Ich gebe euch einen Call. Ich denke rechts, um ehrlich zu sein, hat sowas erlebt. Vielleicht ist das seinem Cousin oder so passiert. Ja, weißt du aber, dass er kein umgebracht hat. Mitte ist ein Schauspieler. Einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und links glaube ich irgendwie, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 1,50 Meter großes Mädchen so über sowas sprechen kann, weißt du? Suchen die da nicht jemanden, der schon Erfahrung hat, weißt du so? Nee, aber gerade sie ist ja auch super unauffällig, weißt du? Aber sie muss doch erstmal Erfahrung darin gesammelt haben. Sie hat mit 18 angefangen, sie hat es nur selbst genommen. Also erstens, wenn man mit 18 anfängt zu konsumieren, kommt man in Kreise rein, wo viel Drogen konsumiert wird. Ja. Mir wurde auch alles Mögliche damals angeboten. Ich bin auch in Kontakt mit Kokain gekommen. Ich habe auch selber Kokain verkauft. Auch Nack, sagt man in Bayern sozusagen, Kokain verkauft. Und irgendwann hatte ich halt auch so viel da, dass ich halt wirklich täglich durchkonsumiert habe. Ich bin psychisch krank geworden. Also das sieht man mir alles nicht an. Das Ding ist, wie gesagt, ein Drogenkurier darf man gar nicht ansehen, dass er irgendwas machen würde. Aber hinter dem, was hier steckt, das sieht ihr alles nicht. Ihr hört nur meine Stimme, ihr seht meine Augen, vielleicht schaue ich unschuldig aus, aber das muss ich ja auch. Ja, aber nein, wenn wir jetzt gar keinen Grund finden, sie rauszuschmeißen, dann lass du erstmal noch die anderen ganz kurz befragen, weil wir brauchen ja irgendwie, weißt du so, Gründe, dass sie sagen, jetzt bist du raus. Ganz vielleicht nochmal irgendwie in der Mitte nochmal an den Herrn. Ja, eben. Wie ist diese Geschichte, also jetzt Japan überrascht mich dabei so, ne? Wie bist du nach Japan gekommen? Boah, also, Ryan hätte jetzt gut reingepasst. Oh Gott. Also ich habe da ein Working Holidays Visum geholt, für ein Jahr ist das ja. Und ja, sonst hat man halt nicht so viele Möglichkeiten. Okay, also Japan hat dich vorher schon einfach so interessiert oder bist du nach Japan gegangen, weil du gedacht hast, da kannst du irgendwie sowas machen? Also nicht sowas auf keinen Fall. Nee, okay.
Ich hab hier so Mangas und sowas gelesen. Ah, okay. Videospiele, ist ja alles aus Japan. Also das ja, war so, okay. Als ich 18 war, ist ja schon ein bisschen her. Würdest du abschließend sagen, dass du einen großen Fehler begangen hast damit? Bereust du es? Egal, ob wir uns jetzt dran aufhängen, ob du Menschenhändler bist oder nicht, was das Gericht sagt. Du für dich, sagst du, du bereust es, ich habe einen Fehler gemacht? Das ist meine Story. Also mein Leben war das. Du bereust es nicht. Nein, also ich finde, wenn die Geschichte stimmen würde, jetzt einfach mal so, dann musst du ja so sein wie er, um das so durchzuziehen. Das meine ich ja. Das dann kannst du ja nicht irgendwie abends in Selbstzweifel zergehen, also wie unser eins oder mal irgendwie bei jedem normalen Job mal sagt, oh, war das heute gut oder war das nicht so gut oder wie auch immer. Eben. Da musst du halt so das so durchziehen und dann musst du auch dazu stehen. Und dann wäre es authentisch, wenn er hier auch sagt, ich bereue nichts und wenn so, ne? Wir können uns auch gerne von den dreien für einen entscheiden. Ja, ich finde, bei allen dreien ist es irgendwie besonders schwer zu sagen, ob es derjenige ist. Das ist so schwierig. Ja. Also für mich ist Mitte raus, rechts, boah, weiß ich nicht. Ich bin halt so ein bisschen misstrauisch, weil wir mal exakt so einen hatten, der auch richtig am Zittern war und so. Und sein Bein hat gezittert und wir alle so, oh mein Gott, du weißt noch, ne? Und den Vibe gibt er mir gerade so ein bisschen. Rechts oder links? Ja, ich denke irgendwie die Dame links. Den drei würde ich auch mit links gehen. Ich würde mich jetzt tatsächlich für links entscheiden. Du nimmst links, okay, du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, wir machen so. Ja, Ping-Pong jetzt. Nein, hat eigentlich schon angefangen, aber okay. Also, mein Bauchgefühl sagt rechts. Ich will nicht, aber rechts. Sagt Hona. Nein, Ping-Pong. Ja. Nein, okay, ich geh auch mit links. Ich geh auch mit links. Oh, du gehst auch mit links, du gehst zu dahin? Dann zieh ich jetzt mal, ich bin ja hier die Mutti und oh mich berührt das schon emotional. Also, ich wäre bei rechts. Jetzt liegt's an Chris, Alter. Mach doch nicht diesen. Mein Junge sagt was. Du wolltest erst als erstes und jetzt musst du. Ich weiß, ich wollte der Situation entgehen, jetzt bin ich in dieser Situation. Deine Entscheidung die wichtigste. Okay, Mitte ist auf jeden Fall schon mal raus für mich. Oh mein Gott. Komm, Chris. Mein Bauchgefühl sagt rechts etwas mehr als links. Deswegen würde ich wahrscheinlich mit rechts gehen. Es tut mir wirklich so leid. Wirklich? Scheiße. Okay, das heißt, die Mehrheit stimmt für rechts, oder wie? Mhm. Ja. Okay, das heißt, weil die Mehrheit jetzt für rechts gestimmt hat, stimmen wir alle zusammen für rechts. Ja. Und denken, dass rechts die Wahrheit sagt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auflösung, oder? Let's go. Ich wusste es. War echt gut. Sie war zu krass. Sie war zu gut. Und bin ich froh, dass er es nicht ist, Alter. Ja, aber ich war auch so froh. Da war ich zu sehr Mutti und zu wenig Richterin. Das hat mir so leid. Ey. Warte. Warte mal, du hast gelogen. War alles gelogen? Nein. Unfassbar, ey. Alter, Bruder, bitte. Bruder, kurz bevor du dich machst. Ich habe seit einem halben Jahr oder so dieses Pinguin-Taschentuch, ich liebe Pinguine, in meiner Tasche drin gehabt und ich gebe das nie jemandem. Und du tust mir so leid, ich habe auf den Moment gewartet. Wirklich, wirklich. Genau. Nein. Ich habe das noch nie jemandem gegeben und habe gedacht, irgendwann kommt der Moment. Und ich habe es dir so geglaubt. Nein. Zieh mal runter. Ey, jetzt musst du. Ja, zeig mal dein Gesicht. Was geht ab? Er sagt auch, was geht ab? Das ist ey, nee, genau aus dem Grund habe ich. Es tut mir leid, so korrekt von euch, aber ich habe. Zu gutes Theater bist. Aber deine Bro. Nase lief, du hast ich hatte so geweint. Schlechtes Gewissen, Bruder. Die läuft immer, ich habe auch ehrlich geweint so, aber das war gestellt natürlich. Ich habe gezittert wegen dir. Das heißt, es ist auch nichts passiert in deiner nichts Familie passiert. Oder sonst was? Ich habe nicht mal eine Anzeige, das Einzige, was ich habe, ist Schulden bei meinem besten Freund. Mehr habe ich nicht. Du bist smart, aber gefällt mir, hast gut gemacht. Ja. Hast du echt gut gemacht. Easy. Ey, ich bin schockiert, Leute, Alter. Leute, aber klatschen, weil er so gut geschaut hat. Wow, das ist ja nicht normal. Respekt. Silvi, Schauspielerin.
Genau, ich bin keine Mörderin, ich bin Schauspielerin tatsächlich, habe Theaterpädagogik studiert. Okay. War gestern beim Nachtdreh, habe mir auch die Story nachts und in der Bahn gerade eben ausgedacht. Etwas spontan. Aber trotzdem sehr gut gemacht. Ja, sehr gut. Echt, war ganz cool, hat mich gefreut, dabei zu sein zu dürfen. Und ja, Spanisch auch krass. Ja, sehr, sehr stark. Ja, super. Gut. Crazy. Richtig. Und super. Jetzt bin ich auf ihn gespannt. Ja, jetzt will ich was hören. Okay, erstmal ein ganz normaler Mensch hier. Ja, also ich war in Japan, auch mit einem Working Holiday Visum, aber ich war da Schauspieler. Ah, wir haben gesagt, er ist Schauspieler. Meine Kurz sind so gut in letzter Zeit. Er ist Schauspieler, ja. Also ich war da zweimal 2 Jahre und dann hinterher nochmal 10 Jahre in China. Aber du hast auch dieses passiv-aggressiv, was du so gut rübergebracht hast. Ja, ich spiele auch gerne Psychopathen und sowas. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Okay. Hi. Aber auch komplett gelogen. So habe ich dich nämlich gar nicht vorbereitet. Ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Ihr habt mich schon erwischt. Okay, hast trotzdem gut gemacht. Sehr stark. Trotzdem gut gemacht, ja. Ja, ich habe aus Versehen mein echtes Alter gesagt. Ich wollte eigentlich mit 28 lügen. Und deswegen hat es zeitlich nicht hingehauen. Aber ja, ich studiere Jura. Aber es hat mein Ego gekränkt. Ich bin nämlich in der Examensvorbereitung. Nächstes Jahr, inshallah, Examen. Aber ah, okay, Entschuldigung. Boah, aber dann war der Call auch gut. Aber ne, der Call war trotzdem. Ja. Sie hat es ja trotzdem so eingeschätzt. Also, ich sag jetzt auch mal ganz ehrlich, das war auch schon ja so von einer, also eher auf der Praktikerseite, ne? So was ich jetzt gesagt habe. Ja. Und selbst ich habe das immer noch so, dass ich immer oft hier so bei Fragen so denke, so, okay, Moment, wie war das? Weil als Jurist wirst du ja auch wissen, man kann alles nachlesen, sofort. Ne? Voll und 35 nur mal für die Kamera, falls ihr das nachmachen wolltet, das wird euch niemals rechtfertigen vor Gericht. Ich muss nur lügen, warum ich hier stehen kann und einen Freispruch habe. Deswegen Fuchs ist juristisch sehr unsauber. Ich wollte es nur klarstellen. Nein, du bist eine Schlaue. Das aber auf jeden Fall direkt. Sehr starke Lügner. Ja, also alle waren also einmal von ich fand alle echt, echt stark heute. Das war schwer. Und unsere Hauptteilnehmerin ist es einfach, ey, ich wusste es. Ich wusste es nicht, oh Mann. Ja, was soll ich sagen? Ich habe von meiner Story, die ich heute mitgenommen hatte, nur 10% erzählt. Wow. Ich hatte eine sehr, sehr schwere Zeit. Das ging 2 Jahre lang. Also 2 Jahre lang habe ich das durchgezogen. Und ich habe immer noch einen psychischen Schaden davon. Es hat sich immer mehr und mehr gezogen. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Ich bereue es auch, weil das Geld, was gekommen ist, ist genauso schnell auch wieder gegangen. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und ich denke mal, entweder man wird erwischt oder man hört auf. Eins von beiden. Stark. Okay, aber sehr, sehr spannend. Echt. Also habt ihr alle richtig gut gemacht. Auch krasse Story von ihr. Hätte man so erstmal nicht gedacht, aber beim Reden und so wurde sie mir immer authentischer irgendwie. Aber Leute, wir waren trotzdem sehr stark, okay? Ja, das war schon gut. Ja, nice. Wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Ich bin eigentlich Jumbo. Ich mache Musik auf Instagram und auf sämtlichen Plattformen. Jumbo28Official. Ich nutze mal die Chance. Sammy, wenn du das Video siehst, lad mich ein zu Rap Larue 2. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, ich bin Severin Stielhoff, Severin.Stielhoff, mein Insta-Account. Ja, bin überwiegend in Hamburg tätig, aber auch gerne deutschlandweit. Möchte gerne meinen lieben Sohn grüßen, der auch Schauspieler werden möchte und demnächst bei der Sesamstraße ist. Und mein Mann. Ja, ich bin Daniel Krauser, das ist mein Schauspielername. Ich spreche Japanisch und Chinesisch. Ja, ich bin seit 2022 im Sommer wieder in Deutschland und ich suche eine Agentur. Also falls sich da irgendwas anbietet, dann... Also ich möchte 2 Leute grüßen, und zwar einmal den Pitti Abraham und einmal meinen Bruder, der im Knast sitzt, Free OG. Und ja, Leute, haltet die Finger von Drogen weg. Es kann immer zu einer Sucht kommen. Und macht nicht das, was ich gemacht habe. Es lohnt sich überhaupt nicht. Dankeschön. Auf TikTok heiße ich SRK-Unterstrich. Checkt's gerne ab. Wenn ihr mit einem blauen Herz kommentiert, weiß ich, dass ihr von Name Sky kommt. Wir sehen uns da. Okay, nee, habt ihr alle echt gut gemacht, ohne Spaß. Checkt die bitte alle aus. Checkt die Jury bitte aus. Danke, dass ihr heute am Start wart. War echt cool. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Die Folge war heftig, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ja, krass, echt. Alright. Kopfschmerzen, warte, ich habe hier Paracetamol. Aber zack, komm mal. Geil. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned.